dürfen wir vielleicht ihr Haus besetzen. Ah, scheiße, das ist natürlich ein blödes Haus. Hier wohnt ein Richter. Was fragen, es geht ja um das Thema Hausbesetzung. Finden Sie die Aktion? Die wollen ja so ein bisschen auf den Leerstand aufmerksam machen. Richtig. Und auf die Wohnungsnot. Ja, wahrscheinlich anders verstehen die Leute das nicht darum. Sind Sie zufrieden noch mit Ihrer, also dürfen ja. Sie, oder werden Sie schon verdrängt von Hipstern? Nee. Noch nicht, also toi toi. Dürfen wir vielleicht Ihre Wohnung besetzen? Ein Zimmer würde schon reichen. Da hat auch jemand schon was besetzt, eine Bank besetzt vom Haus. Wir haben in Neukölln und Kreuzberg Mietshäuser besetzt, die leer stehen. Okay. Dass die Leute da rein sind, finde ich völlig legitim. Sie haben eine Wohnung, nehme ich an. Ich habe Gott sei Dank eine Wohnung. Sie haben jetzt kein Haus besetzt, Sie haben aber eine Bank besetzt. Ich habe eine Bank besetzt. Das reicht ja auch schon. Das ist auch okay, ja. Aber Bank besetzen ist noch nicht strafbar in Berlin, glaube ich. Aber auch nur, wenn man Latte Macchiato trinkt. Das muss ja in Prenzlberg... Natürlich, Sojalatte. Ne? Sojalatte, ja, gehört dazu. Ist nicht sehr praktisch. Eine Couch. Brauche ich ja gar kein Haus zu besetzen. Wenn ich schon kein Haus besetzen kann, dann besetze ich jetzt wenigstens diese hässliche Couch, die ein bisschen eklig ist, aber ich habe sie besetzt.